Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Universe Epli Monsters Folge 31. Eine Reise für alle, Tripmons schreckliche Reise. Also diese Folge fand ich ehrlich gesagt eher langweilig und schlecht. Denn, sind wir mal ehrlich, Offmon tauchte so richtig in Folge 28 auf. Also das habe ich noch nicht so ganz als Filler-Folge gesehen. In Folge 29 ging es ja darum, dass gerade Gatchmon schon eifersüchtig auf Offmon war und das finde ich auch gut. Es ist so gesehen also keine richtige Filler-Folge gewesen, sondern eine Charakterfolge und das braucht man ja auch mal wieder. So, wenn man dann aber bedenkt, dass Folge 30 ja auch schon eine Filler-Folge war, wenn auch eine Charakterfolge für Dokamon, ist es dann schon irgendwie ein bisschen nervend, dass jetzt diese Folge eher wieder sich um Offmon dreht und irgendwie, ja, man kommt nicht wirklich voran. Also es ist so gesehen wieder eine Filler-Folge und es passiert ja auch nichts Neues. Ich meine, wir wissen, dass Offmon halt eher so alleine für sich ist, wegen Off halt, ne, wegen der Fähigkeit und dem Charakter und so. Und es ist ja auch irgendwie in Ordnung und es ist auch irgendwie gut, dass er halt nicht einfach so von 0 auf 100, oh, eigentlich bin ich ja ein Eppmon, das für sich alleine ist, aber nach, ja, einer Folge, da bin ich euer bester Kumpel und so. Ja, und der kommt nicht mal so richtig mit Yujin klar und das ist ja, wie gesagt, eigentlich auch in Ordnung, aber ja, irgendwie fühlt es sich trotzdem langweilig an in dieser Folge, weil einerseits passiert in der Folge erstmal gar nichts. Also es ist einfach nur, dass Eri halt jetzt irgendwie so eine Reise machen darf und also wegen ihrer Managerin halt zu so heißen Quellen und so und sie darf ihre Freunde einladen. Ja, und deswegen hat man im ersten Moment eigentlich das Gefühl, dass es wieder eine Eri-Folge ist. Aber um Eri geht's halt eigentlich gar nicht. Also die reisen erstmal mit dem Zug, so eine alte Dame erzählt ihnen dann so ein paar Geschichten über den Wolf und so. Zufällig ist sie die Einzige mit dem Zug und natürlich bemerkt sie die Eppmann überhaupt nicht. Und dann kommen sie halt eben auch bei so einem Hotel an, aber es ist halt ein ganz anderes, weil Tripmon ist in dem Handy von Eri drinne und eigentlich hat ihre Managerin ihr die App gegeben gehabt, damit sie halt zum richtigen Hotel kommen kann, aber Tripmon, ja, der macht halt eigene Sachen, ist halt mit dem Virus infiziert und deswegen gehen sie halt woanders lang, kommt auch woanders an und so und ja, da ist dann wieder so eine alte Frau, die dem von diesem Wolf erzählt und ja, das mit dem Wolf ist, so könnte man sagen, ein Indiz für Offmon, wenn er halt eben sein Ultralevel hat. Ja, und was soll ich sagen, also die Reise selber ist am Anfang im Zug ja halt noch okay, aber dann wird es doch ein bisschen langweilig und es passiert einfach nichts und es ist keine wirkliche Eri-Folge. Um Tripmon selber geht es auch nicht wirklich, weil das kommt dann einfach nur aus Eris Handy raus und ja, sagt dann so einen Satz, dann kommen sofort die Ultra-Level, dann plätten sie es halt, das ging ziemlich schnell. Aber gut, okay, theoretisch gesehen war es auch nur dafür da, um Zeit zu schinden. Tripmon war also nur da, weil Sateramon wollte, dass sie die Kraft für das Ultra-Level verlieren. Und das ist etwas, das mir bei Eplimon sowieso besser gefällt als bei Ghost Game, denn sie haben da immer so eine Anzeige und sehen, eine Minute, dann ist das Ultra-Level weg. Im Falle von Ghost Game hat das Ultra-Level ja auch nur ein Limit, aber wie lange das geht, weiß keine Sau. Wird nie gesagt, sich nie Gedanken drüber gemacht. So. Naja, und jedenfalls haben sie dann eben keine Chance und um Offmon ging es dann halt auch einfach nur, während sie ja auf dem Weg zum Hotel waren, so ein bisschen. Eri und ja, Astra war das irgendwie scheißegal, die haben halt irgendwie wieder ihr Ding gemacht, während Haru natürlich so ein bisschen mit Yujin geredet hatte. Wobei einmal, als Offmon dann so ein bisschen Angst hatte, hat Eri ja auch extra diese Talismane gekauft für Offmon, danach hat sie sie... Ja, warum hat sie sie dann weitergekauft? Keine Ahnung, sollte wohl lustig sein. Naja, und dann haben wir das erste Mal Schuttmon gesehen. Das ist eigentlich schon ganz cool, weil es sich doch ein bisschen mehr von den anderen unterscheidet, weil es nicht ganz so mechanisch ist. Ist halt so ein humanoider Wolf. Ja, und der hat dann Sateramon angegriffen. Der hat dann aber das Weite gesucht. Schade, dass es hier jetzt nicht zum Kampf kam, weil die Folge ja sowieso eher unspektakulär war. Ja, und das einzige Interessante ist nur, dass sich Schuttmon dann nicht unter Kontrolle hat und die Folge damit endet. Aber das ist dann auch, sagen wir mal so, im Prinzip interessant, aber es wäre besser gewesen, wenn er dann vielleicht noch auf Yujin und die anderen zugestürmt wäre oder wenn er sie wirklich richtig böse angeguckt hätte, damit man dann denkt, oh mein Gott, und naja, das ist halt nicht passiert. Deswegen, ich finde ehrlich gesagt, nachdem jetzt die Handlung nicht so wirklich weitergegangen ist, ist die Folge eher schwach. Also wenn man jetzt hier in dieser Folge, sagen wir mal, nicht dieses mit dieser Reise gehabt hätte, und wie gesagt, Tripmon sieht ja cool aus, aber es hat ja nicht wirklich irgendwas gemacht, außer Zeit zu schinden. Ja, und wenn man hier den Fokus mehr auf Offmon gelegt hätte, dann wäre die Folge deutlich besser gewesen. Und dann hätte ich auch gesagt, okay, Charakterentwicklung, aber so, ja, war es mehr Filler als Charakterentwicklung. Aber jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zu Tripmon? Was sagt ihr zu Schuttmon und Offmon? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.